Situationen wie diese soll es ab dem 1. Jänner 2021 nicht mehr geben. Ab dann müssen Lkw, die im Wiener Stadtgebiet rechts abbiegen wollen, über einen Abbiegeassistenten verfügen. Wie dieser aussehen muss, ist in der Verordnung, an der rund ein Jahr lang getüftelt worden ist, ganz eindeutig festgelegt. Die Verordnung wird faktisch verbieten, dass man mit Lkw über 7,5 Tonnen nach Wien hineinfährt, weil man ja immer irgendwo einmal rechts abbiegen muss. Rechts abbiegen ist für sämtliche Lkw eben dann, wenn sie nicht mit einem automatischen oder elektronischen Abbiegeassistentensystem ausgerüstet sind, verboten sein. Dieses System muss quasi sowohl mit Radardetektoren als auch mit Video ausgestattet sein und zusätzlich den Lenker entweder akustisch durch Lichtzeichen oder auch durch Vibrieren zum Beispiel informieren, dass sich eine Person im toten Winkel befindet. Solche Systeme haben der ÖAMTC und seine Partner bereits im vergangenen Jahr getestet, mit einem eindeutigen Ergebnis. Bei diesem Test haben am besten die radarbasierenden Systeme abgeschnitten. Wir konnten vor allem ungeschützte Verkehrsteilnehmer gegenüber festen und stationären Hindernissen ganz klar differenziert werden und die Fehlerauslösung war sehr gering. Verfügen Lkw über elektronische Abbiegeassistenten, passieren laut Verkehrsexperten beim Rechtsabbiegen bis zu 40% weniger Unfälle. Das Nachrüsten von Lkw mit Abbiegeassistenten, es kostet rund 3.000 Euro, wird vom Verkehrsministerium zwar seit 5 Monaten gefördert, dennoch hält sich das diesbezügliche Interesse bisher in Grenzen. Laut Ö1 Morgenjournal wurden bisher erst 185 Fahrzeuge nachgerüstet. Der ÖAMTC hatte zuletzt mit mehreren Informationsveranstaltungen auf das Thema des toten Winkels sowie der Abbiegeassistenten aufmerksam gemacht, denn gefordert sind jetzt nicht nur die Lkw-Fahrer. Verkehrssicherheit bedeutet ein richtiges Zusammenspiel zwischen Fahrzeug, Infrastruktur, also Straße und dem Menschen. Mit dieser Maßnahme wird einmal fahrzeugseitig etwas gemacht. Es wird aber sicher auch die eine oder andere Kreuzung infrastrukturseitig zu bearbeiten sein. Aber man darf nie vergessen, dass auch diejenigen, die geschützt werden sollen, ihren Beitrag dazu leisten müssen. Das heißt, Fußgänger, Radfahrer, auch Kinder, die im Nahbereich eines abbiegenden Lkw sind, sollten trotzdem mit ausreichendem Abstand bleiben oder auch stehen bleiben. Denn auch diese Assistenzsysteme können natürlich keine Wunder wirken. Hier setzen auch die Verkehrserziehungsmaßnahmen des ÖAMTC an. Bereits die Jüngsten werden in ihren Ausbildungskursen im ÖAMTC Mobilitätspark auch auf den toten Winkel und dessen Gefahren sensibilisiert.